Leute, was geht? Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Videos, also eigentlich zu einem komplett neuen Video, meine Freunde. Letzte Woche gab es eine Reaktion auf Nia Marcher. Diese Woche ist Gamescom und da hat Kilian komplett recht. Besser ist, dass du nicht nochmal vorbeikommst, damit wir uns so selten wie möglich sehen. Richtig. Dementsprechend machen wir jetzt einen zweiten Part und zwar Maha, meine Freunde, der alte und gute Ehrenmann. Von wo ich mich einfach nochmal. Digga, weißt du was? Es ist eigentlich an der Zeit, Maha. Der magische Moment geschieht. Digga, ich drück dir jetzt den Abo. Nee. Nein, Maha, doch, nee. Wirklich, Digga. Abo hinzugefügt, Maha. Dafür, dass ich so viel Geld auf deinen Nacken, auf den Nacken anderer Leute, die Geld ausgeben, verdienen. Also wir beide verdienen. Dran machen. Ja. Sage ich auf jeden Fall an der Stelle Danke an dich. Wir haben heute die seltenste Gucci-Jacke der Welt, die größten Hypebeats aus Deutschland. Ja. Meinst du, Mahan ist auf der Gamescom und dreht zu, wie viel ist dein Outfit wert? Mahan, wenn du auf der Gamescom bist, bitte komm an, Digga. Ich zeig dir, wie man mit 10 Euro sich komplett beschissen einkleidet. Fangen wir einfach an mit diesem Video. Auf geht's, Digga. Krank. Ja, und ich will mich jetzt hier nicht spoilern lassen, Mahan. Dies, das. Und wer weiß, vielleicht seid ihr. Man sieht auf jeden Fall schon die wunderschöne Holz-Doppeltreppe, die Holz-Wendeltreppe aus der Doppelhaushälfte. Mhm. Normalerweise. Da fragt man sich natürlich an der Stelle, wenn das Kind in der Doppelhaushälfte wohnt, wie hat er es geschafft, 80.000 Euro in deinem Kleiderschrank zusammenzusammeln? Da werden wir gleich wahrscheinlich sehen, der Vater schafft nämlich Gold. Dein Lieblingseinser. Da muss ich ja sagen, der Brad, einfach OG, natürlich auch. Ja, den hatte ich mal. Echt? Re-Rap, den hatte ich. Ich hab den komplett versaut. Boah, krass. Ich hab den komplett versaut. War der, ist der krass? Ja, eins hat Jordan Brad, wenn der noch Deadstock ist, also noch nicht getragen. Digga, ich hab den komplett versaut. Der ist komplett im Sack. Nee, ist das ein krasser Schuh gewesen? Ja. Wie viel ist der jetzt wert? Boah, ich denke mal so um die 600, 700. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Schuhen aus. Digga, ich will keine Preise sagen. Ich kenne sehr viele. Wird von A$AP Rocky getragen, Hailey Baldwin und sehr groß andere Namen und daher finde ich es einfach geil. Also die Farbe, rot-schwarz, kann man nichts falsch machen damit und passt einfach zu sagen auch zu schlechten schwarzen Outfits in meiner Meinung. Geiler Schuh, finde ich richtig cool. Findest du die Einser bequem? Die Einser sind sehr bequem. Der Royal Blue. Digga, ich habe ja auch richtig krank viele Jordans früher getragen, weißt Echt? Du das? Ich habe nur 3, 4 Jordans zu Hause. Ich hatte so. Aber welches Modell hast du getragen? Video. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir oben noch ein Video verlinkt, meine Freunde, das von 2015. Da waren wir in LA in so einem Sneakerladen. Da habe ich mir Schuhe für 400 Euro gekauft, Digga. Labe. Ja. Und weißt du, aber weißt du noch, welcher das war? Welcher Sneakerladen? Würde mich mal interessieren. War das Flight Club? 17.000 Euro für Jordan-Schuhe. Das ist mein Ja, Video. Du warst bei Flight Club bestimmt, wa? So, hier. Finde ich mega nice. Sind ja etwas teurer, aber. Holy Grail. Ich glaube, die habe ich mir geholt. Die gefallen mir richtig gut. Stimmt, Digga. Die hattest du vor 2 Jahren. Wann war das Video? Ja, 2016. Weißt du wieso? Wir haben uns kennengelernt auf der Gamescom 2016 und da hattest du diesen Jordan die ganze Zeit gerockt. Ja, aber der war geil. Ja. Ich habe den geliebt, Leute. Jordan-Schuhe. Und den hast du komplett runtergerannt? Ich habe den komplett runtergerannt, Digga. Ich ranze den Schuh komplett runter. Krank. Schuhe sind für mich ein Gebrauchsgegenstand. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich Schuhe nicht anziehen, damit sie dreckig werden. Mm. Ja, Digga, soll ich auf meinen Händen laufen oder was? Was true, ist denn das? True. An der Stelle auf jeden Fall nochmal, schaut euch meine Doppelmoral. Ich halte euch jetzt hier vor, Leute, kauft euch nicht so teure Schuhe und habt das seit 2016 selber gemacht. Achso, da warst du eigentlich schon relativ früh im Fashion-Game. Digga, ich war das krasseste, ich bin das, das größte Hypebeast aus Deutschland, Platz 100 bin ich, Digga. Ich war das erste Hypebeast generell. Was auf jeden Fall auch hier direkt ins Auge sticht, sind deine ganzen Yeezy-Paare. Also du hast hier Yeezys nie gefühlt, wa? Kurze Frage, wie findest du diese Beluga, die in der Mitte? Die hier. Die Zebras. Nee, das sind Beluga. Die. Genau. Finde ich halt sau hässlich, weil die halt so ausgeben. Das finde ich so schlimm an diesen Schuhen. Das finde ich Und das kacke. Ist jetzt das neue Modell. Das find ist der 500. Finde ich auch Schaut so, finde ich auch so ein bisschen wie so ein Mars-Schuh, weißt du, ich mal? Sieht halt aus wie von einem Astronauten, der orthopädische Schuhe braucht, Digga. Ja, oder halt ja. So ein richtig abgeranzter Adidas-Schuh von meinem Dad von 1990 ja, genau. Oder so. Die einzigen Schuhe, die ich wirklich interessant finde, sind hier oben die Balenciaga-Schuhe, Digga. Findest du? Weil ich glaube, dass die einfach nur krank bequem sein können. Das glaube ich auch. Die müssen einfach heftig bequem sein. Ist halt die Frage, Leute, man hat hier immer so ein bisschen Enkelstütze, also dass halt quasi der Knöchel so ein bisschen gestützt wird, weißt du was ich meine? Das ist ja da gar nicht der Fall. Ich glaube halt nicht, dass das gesund ist, weil keine Stütze. Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, Digga, ich glaube, wenn die Sohle gut ist, ich meine, Kickboxer tragen solche Schuhe auch durchgehen, weißt du was ich meine? Von daher, keine Ahnung, ich kann mir nur vorstellen, dass die krank bequem sind, aber ich würde auf jeden Fall nicht so viel Kohle dafür ausgeben. Weiter geht's. Komm, wir skippen mal hier die Schuhe. Ich will die seltenste Gucci-Jacke sehen, Alter. Digga. Aber da, was ist von diesen ganzen Schuhen dein Favorite? Würde ich schon entweder Einser Jordan, oder wirklich hier die hier. Ja. Ich finde sie einfach nur, ich finde sie einfach cool, weil sie halt aussehen wie Socken. Off-White gar nicht. Wo sind die Off-White-Schuhe? Hier dieser Vapormax. Nein. Off-White ist doch gar nicht mein Fall. Ich mag doch gar keine Off-White, Digga. Off-White ist überhaupt nicht. Ihr werdet mich, glaube ich, niemals im Off-White-Shirt. Den finde ich zum Beispiel schön. Das ist der Yeezy Red, weil der relativ schlicht ist. Weil der ist richtig plain. Der ist cool. Der ist cool. Ja, das stimmt. Der hat einen geilen. Sieht aus wie so ein Mattlack. Weißt du, was ich meine? Ist aber auch teuer, Alter. Wenn du den neu jetzt holen willst. Wie teuer? Boah, ich denke mal um die 700. Ciao, Bella! Da bin ich raus, Digga, auf jeden Fall. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, ich habe, wie viele Paar Schuhe habe ich zu Hause? Ich habe jetzt mittlerweile 4 Paar Schuhe. Krass.
Und das ist viel für mich. Ich habe auch gar nicht so viele. Ja, Justin hat letztens, Kilian, no joke, Justin hat letztens irgendwo gedroppt, ich glaube in seiner Story, wie viele Schuhe er hat, 50 Paar. Boah, Digga, ich habe 10 Paar Sneaker, 12 Paar Sneaker, da bin ich noch das gut dabei. Das reicht doch aber. Komm, jetzt komm mal hier weg von den Schuhen, Digga, ich will sehen, was du hier noch hast, Digga. Komm, sag mal her hier. Noch mehr Schuhe. Oh mein Gott. Das ist auch wieder ein 1er Jordan. Der ist heftig. Weißt du warum? Weil das ist ein außergewöhnlicher Schuh. Ja, das glaube ich auch so ein Holographic. Ja, siehst du ja, das reflektiert so. Einfach zugelegt, weil wenn man jetzt aber mit einem Air Force One macht man noch nichts verkehrt, ganz ehrlich. Ja, hat die USA ja auch lange Zeit gedacht, dass man mit der Air Force One nichts falsch macht. Ja, aber mit dem Schuh meine ich, Digga. Wenn du den komplett der weiß sieht, holst, Nein, ich würde mir den holen, Digga. Ich finde das geil, dieses Permut-Ding. Das ist wie aber bei einem Auto. Das ist auch wieder teuer, oder? Ja, kann ich mir vorstellen. Weißt du selber nicht mehr, oder? Aber sieht plain, aus... schwarze Jeans. Sieht außergewöhnlich aus. Weißes T-Shirt oben drauf. Oder ja, genau, schwarze Hose. Oh, er hat den Uptempo. Das hier ist Nike Uptempo in Kollabo mit Supreme. Hier, da würde mich mal interessieren, was der kostet. So 90er. Die hässlich, Alter. Cooler Schuh auf jeden Fall. Kein Geld der Welt würde ich den anziehen. Boah, Digga, sind die hässlich, Alter. Man muss sie doch nicht alles kaufen, Bruder. Komm, lass gut sein. Weiter geht's hier, ey. Hier sieht man noch ein Uptempo. Das ist aber kein normaler Uptempo. Das ist ein Uptempo in der Kollabo mit Supreme. Wie hast du den bekommen? Was bezahlt man für so einen Schuh? Den habe ich kurz nach dem Release bekommen. Ich habe dafür Resale gezahlt, aber da war er noch nicht so hoch wie jetzt. Ich habe ca. 350 gezahlt. Hä, hey, geht ja voll. Ist ja echt okay. Der sieht aber. Ich finde den geil. Sieht interessant aus, so. Finde ich cool. Ist ein interessanter Schuh. Nice. Hat's was. Mahan übertreibt immer komplett. Weißt du, die Tonspur vom Video ist normal und auf einmal kommt hier... Direkt Gehörsturz ins Kopf rein, Alter. So, jetzt geht's los, Alter. Jetzt bin ich gespannt, Junge. Jetzt können wir richtig ausrasten. Oh nein, Digga. Ein Off-White-Sweater. Geht aber noch. Gibt hässlichere von Off-White. Digga, dieser Hoodie, den habe ich bestimmt schon 90 Mal in der Innenstadt in Köln gesehen, Alter. Ich muss einmal aus dem Fenster schreien. Eine Person schreit mich zurück an, hat so einen Hoodie an, Digga. Deswegen würde ich lieber hier diesen hier tragen. Ach, im Übrigen, du bekommst deine Sachen auch noch rechtzeitig zur Gamescom, das komplette Paket. Das A steht für Arschloch, oder? Nee, für Adrett. Super. Was Kilian hier gerade versucht hat, ist Werbung für seine lächerliche Modemarke zu machen. Der Link dazu ist jetzt vielleicht irgendwo in der Beschreibung. Was heißt lächerlich, Digga? Das ist wirklich... Langweilt mich! Bezahlt man für sowas? Für sowas bezahlt man 420 Euro. Krass. 24 Euro für einen Pulli, Alter. Krank. Das ist cool. Oh nein, Digga, nein. Den finde ich ja, das ist, finde ich, die mit Abstand lächerlichste Linie von Off-White mit diesem Absperrband. Ja, Digga. Digga, wenn das jetzt mal so eine 40-jährige Mutti sieht, die denkt ja, Junge, was ist mit dem nicht in Ordnung? Ja, Digga, ohne Witz, der ist doch einfach, der ist... Geht nicht klar. Geht einfach nicht klar, tut mir leid. Das ist auch einer von den neueren, die letztes Jahr rausgekommen ist. Aber geiler Off-White-Pulli, muss man echt sagen. Fresh. Nee, fühle ich leider nicht, tut mir leid. Von Gucci. Boah. Ganz fresh. Muss ich ehrlich sagen, finde ich das Design interessant. Find aber ich das für Design, 800 Euro, Digga? Aber nicht für 800, Digga. Wenn der jetzt... Ich weiß das, weil ich letztens so ein Video geguckt habe, da ich mir schau, ich wäre für ihn bereit, so 50 würde ich für einen Pulli ausgeben, für so einen. Ich würde auch für so einen, ganz ehrlich, ich würde auch zwei ausgeben. Aber das reicht, Digga. Aber das ist Maximum. Mhm. Das wär's. Mindestens 50 Mal. Gucci ist klar. Normal, würde ich auch machen, halt so. Ist klar. Krass, wie Gucci mit Tweet Fashion momentan abgeht, ne? Ja, das aber erst. Bei mir zu viel. Kann ich nicht machen. Muss man sagen, also hier kostet 790 Euro. Boah, Digga, 800 für einen Pulli, Alter. Geht nicht klar, sorry. Geht nicht rein. Nein, wenn ich den einmal Waschmaschine tue, hab ich Angst, der kaputt geht. Geiler Pulli, ist da, der ist Oberst. Yeezy Season. 6, nice. 7. Okay, da muss ich sagen, wollte ich immer schon mal Props an Kanye raushauen. Die Kollektion fand ich interessant, weil sie war so ein Zwischending zwischen High Fashion und Street Fashion. Weißt du, was ich meine? Weil Kanye hat ja selber auch einen extrem abgefuckten und eigenen Style. Stimmt, true. Und hat das halt auch so ein bisschen auf seine Kollektion umgemünzt. Da waren sehr interessante Sachen dabei. Das fand ich jetzt eigentlich nicht so geil. Ich finde halt an dieser Yeezy Season cool, die Teile sind bezahlbar. Mhm. Also du bekommst in der Yeezy Season einen Sweater für 250 Euro, für 200 Euro. Ja, immer noch sehr viel für einen Pullibus. Aber bezahlbar. Boah, Digga, das Alter. Ist ja, das ist ja wohl das Hässlichste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen hab, Dicker. So, ich habe ja letztens die Reaction auf den zweiten Teil gemacht. Ja? So, und ich habe zu meinen Leuten im Video gesagt, jetzt nehmt ihr mal eure Hand aufs Herz, seid ehrlich zu euch selbst, es ist Off-White. Findet ihr das schön? Ehrlich, so in die Kommentare schreiben. Sollt ihr sagen, was das ist? Das ist die Fahne, die Dena in seinen Rennen nie sieht, weil er nie am Ziel ankommt, Digga. Das ist aber ich finde es abgrundtief hässlich. Bushido hat das ja getragen in dem Für euch alle. Ja, ich find's nicht schön. Welcher Größe hast du den Ding geholt? Der ist large. Vor allem noch die 12. Bei uns war damals der, die Rücken Nummer 12 hatte, das war immer der, der nichts konnte. Weißt du? Ja, war so der 12. Mann halt. Ja, der zwei linke Füße hatte. Drei Stück, wieso trägst du die nicht, wenn du dich hast? Bro, wir sind im Sommer und Leute decken Socken,
sollte man jetzt nicht tragen. Okay. Sind das Supreme-Socken? Off-White? Es gibt Socken von Off-White, Digga? Ja, kosten 80. Für Socken? Ja, ein paar. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh, nein, doch. Boxen von meinen Latschen zum Beispiel. Oder Junge, Gucci Slides, Alter. Okay, cool. Nice. Was hältst du mit dieser Gucci-Jacke? Vinyl Disc, eine Schallplatte. Von denen gibt es nur 100 Stück auf der Welt. Die ist unfassbar teuer. Collette Paris. Es war ein Collab mit Balenciaga. Collette ist ein Laden. War ein Store in Paris, der jetzt schon zu hat. Und das ist auf jeden Fall so ein sehr wichtiges Sammlerstück, würde ich sagen. Von ja, aber Digga, was ist da drauf, wenn da jetzt 14 Minuten Geräusche von öffentlichem Raststättenklo drauf sind und Babys, die schreien, dann würde ich es mir nicht kaufen, Alter. Wenn da allerdings jetzt ein geiler, keine Ahnung, ein geiler unreleaseder Track von Rapper XY drauf ist oder was nennenswertes. Halt's Maul, Thomas! Was nennenswert hochwertiges, was irgendwie einen kulturellen Mehrwert bietet. Okay, aber doch nicht 14 Minuten irgendwas, Alter. True, ich glaube, das ist so ein Sammlerpiece, weißt du? Weißt du? Das sind 14 Minuten Geheul von den Arbeitern drauf, die in China die Balenciaga-Sachen nehmen müssen. Ja, oder Katja Krasavitsch Sextape. Oder das Katja Krasavitsch Sextape. Auf einer Schallplatte macht es auf jeden Fall Sinn, oder? Ja. Toll. Krass. 100 Stück auf der Welt. Aber finde ich interessant, dass sie sowas machen. Den Regenschirm hier von Balenciaga, glaube ich. Balenciaga ja. Regenschirm. Aber sowas habe ich echt noch nie gesehen. Einen hey. Regenschirm von Balenciaga. Mach live hier einmal vor der Cam auf. Den Balenciaga. Was hat er da hinten stehen? Du sagst, ist das ein Schlitten? Supreme-Schlitten. Colette Paris Collab. Krass, ey. Ein Balenciaga-Regenschirm, wow. Dicker? Wow, ein Balenciaga-Regenschirm. Wofür braucht man sowas? Finde ich wiederum auch wieder witzig. Für was, geil, für was okay, braucht cool. man sowas? Ja, wenn es regnet, Digga. Zu dem Bereich deines Kleiderschrankes. Also ich sehe hier schon Gucci, Off-White. Hau mal aber erstmal hier unten raus. Das sind mehr, denke ich mal, deine Sweatpants. Du hast eine geile Sammlung. Fangen wir mal hier an bei der Balenciaga-Sweatpants. Ist alles so einfarbig auch. Weißt du, was ich meine? Ist alles sehr dunkel gehalten. Nimmt sicher nicht viel. Nimmt sich nicht viel an der Stelle, ganz genau. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er das selber vielleicht gemacht hat, weil er, glaube ich, einfach viel damit verdient hat, durch eine Marge. Weißt du, was ich meine? Ah, du meinst mit Resellen. Genau, genau. Dass er damit einfach seinen Cash gemacht hat und sich irgendwann eine Sammlung anzeigen. Ich glaube, du musst ja irgendwo anfangen, weißt du? Also ich glaube, man kann auch, also ich bin momentan so jetzt unter uns, ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche kam von Travis Scott der Merch raus, mitten in der Nacht. Und ich habe mir da ein Shirt bestellt, du konntest irgendwie 3 Stunden lang, hattest du Zeit zu bestellen, war mitten in der Nacht ein Merch-Shirt in der Kollabo mit Virgil Abloh. Und das hat mich $60 gekostet und ich habe jetzt schon bei eBay reingeguckt und die Leute verkaufen das schon für $150. Siehst du, genau, das hat das so, und somit verdienst du dann halt Geld und wenn du das in einem großen Maß machst, kannst du gut Geld verdienen. Ich glaube, er hat schon auch krassen Plan von dem Game. Ja, ja, auf jeden Fall. Er ist richtig hinterher, so das merkt man. Ist halt ein krankes Hobby, ne? Ja. Okay, Digga, ich bin auf die Jacke gespannt jetzt. Socken von Gucci, Socken von Louis. Nee, von Vetements. Die finde ich geil. Boah, nee, also ohne Scheiß. Nee, Alter. Guck mal, was das für ein Camo, Digga. Nee, ja, sorry. Ja, ich finde das mega geil. Diese Jacke hier von dir am meisten, gerade von den ganzen hier. Hier ist sogar noch eine Tasche von Gucci am Start. Das ist eine normale Zip-Jacke, ne? Das ist jetzt kein Training. Das ist ein normaler, ein Zipper, ne? Aha. Kostet, glaube ich, bei Gucci, ich habe letztens mal online geguckt, 900 oder 1000 Euro. Digga, nur die Jacke. Was bezahlen wir für so eine Jacke von Gucci? Über 980 Euro. Ja. Und so eine Tausend, Tasche? Tausend aber die Jacke. Okay, krass, ey. 1000 Euro für die Jacke. Geile Kombi bestimmt. Und das ist eine Sweatjacke, Digga. Das ist keine Winterjacke. Ja, du hast nichts davon, Junge. Die ist so dünn, Alter. Klecker dir einmal Joghurt da drauf, die kannst du wegwerfen. Was ist? Kranke Jacke, ey. Das ist eine ganz krasse Jacke. Ja, auf jeden Fall. Sieh ich aber nicht so oft an. Geiles Biest auf jeden Fall. Okay, was macht dieser Typ, wenn er auf einmal fett wird? So, oder wenn er trainieren geht. Wenn er noch wächst. Ja, wenn er noch wächst. Stell dir mal vor, so, du kannst das nie wieder tragen, Alter. Du musst aber genau, du kannst es wieder verkaufen. Also, er hat ja einen Plan davon. Warte. 1500 Euro. Boah. 1500 Euro. Bruder! Heftig. Krass. Ja, wo ist denn jetzt die seltenste Gucci-Jacke der Welt? Ich glaube, das war die. Aber jetzt mal, ich würde es dir nicht wünschen, aber was machst du, wenn das Haus abbrennt? Du rettest doch safe deinen Kleiderschrank, Alter. Ja, aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass das versichert ist, Junge. Ja, ist es ja. Kein nicht. Mensch der Welt, keine Versicherung. Keine Hausratsversicherung. Keine Hausratsversicherung. Hat einen 80.000 Euro Kleiderschrank versichert, Junge. Nee. Krass, Mann. Auf jeden Fall wieder heute eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, meine Freunde. Check auf jeden Fall. Adrett mal gerne ab, wenigstens in der Videobeschreibung. Bei Kilian das Video gibt es auch in der Videobeschreibung zu sehen. Und ich bin damit raus, Leute. Wir sehen uns auf der Gamescom. Ich küsse eure Augen links, rechts, oben, unten. Und immer schön Wasser trinken, ne? Ist wichtig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.